Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das Mädchen mit dem Geheimnis. Am 20. März 2004 wurde ein Streifenpolizist in Montgomery, Vermont, zu einer verlassenen Farm gerufen. Jemand hatte dort einen Wagen gesichtet, dessen Heck zur Hälfte in der Scheune auf dem Grundstück steckte. Der Polizist mutmaßte, dass ein betrunkener Fahrer den Wagen nach einem Unfall wohl dort gelassen und zu Fuß weitergegangen war. Also rief er nur einen Abschleppdienst, der das Fahrzeug abholen sollte. Dann machte er Feierabend und ging nach Hause. Er hatte keine Ahnung, dass er soeben den Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens betreten hatte, das noch viele Jahre unaufgeklärt bleiben sollte. Dabei war der Polizist gar nicht der Erste, der den Wagen in Augenschein genommen hatte. Genauer gesagt stand er schon die ganze Nacht zuvor dort und war bereits einigen Zeugen aufgefallen, da zeitweise noch seine Scheinwerfer brannten. Gegen 4 Uhr in der Früh fuhr sogar jemand vorbei, der den Wagen erkannte. Es war ein junger Mann. Er stieg kurz aus, schaltete die Scheinwerfer aus und schloss die offenstehende Fahrertür. Dann fuhr er schnell weiter, da er selbst nicht gesehen werden wollte. Der Polizist kam erst zum Fundort des Autos, nachdem sich am nächsten Tag noch mehr Zeugen gemeldet hatten. Der junge Mann hatte den Wagen erkannt, weil er der Ex-Freund seiner Besitzerin war. Ihr Name war Brianna Maitland. Er hatte angehalten, weil er dachte, Brianna säße in ihrem Fahrzeug. Er meldete nicht, dass er den Wagen verlassen vorgefunden hatte, da er alkoholisiert war und keinen Ärger bekommen wollte. Es war eine Verkettung fataler Fehleinschätzungen, die dazu führten, dass man das Verschwinden Briannas erst viel später bemerkte. Denn hätten der Ex-Freund und der Beamte den Wagen näher untersucht, wären ihnen ein paar Dinge aufgefallen, die ihnen komisch hätten vorkommen müssen. Zum einen, weil vor der Fahrertür Münzen, Schmuck und andere Gegenstände auf dem Asphalt lagen. Es wirkte so, als wäre das Fahrzeug in Eile verlassen worden. Oder als hätte jemand die Fahrerin gewaltsam daraus entfernt. Zum anderen hatte Brianna im Inneren des Wagens viele persönliche Gegenstände zurückgelassen, die sie auf jeden Fall benötigte. Dazu zählten beispielsweise Kontaktlinsen, 2 uneingelöste Gehaltschecks, ihr Führerschein und ihre Medikamente gegen Migräne. Außerdem hatte der Polizist keinen Bericht auf der Wache abgegeben, bevor er sich in den Feierabend verabschiedete. Dies hätte zumindest dazu geführt, dass man den Halter des Fahrzeugs kontaktierte. In diesem Fall Briannas Vater. Ihre Eltern hätten so schneller erfahren, dass der Wagen verlassen gefunden und abgeschleppt wurde. Stattdessen erfuhren sie erst 5 Tage später von Briannas Mitbewohnerin, dass ihre blutjunge Tochter verschwunden war. Denn Brianna Maitland war gerade mal 17 Jahre alt. Sie war bildschön, beliebt, witzig, intelligent und wirkte für ihr Alter überaus reif, so dass manche sie beim ersten Eindruck schon auf Mitte 20 schätzten. Auch ihren Eltern gegenüber trat sie besonders unabhängig auf und wollte wie eine Erwachsene behandelt werden, was Bruce und Kelly Maitland jedoch nicht immer gefiel. Hauptsächlich, weil Brianna sich als Teenager in ihrem abgelegenen Haus nahe der kanadischen Grenze immer mehr langweilte und schon mit 17 Jahren beschloss, von zu Hause auszuziehen. Vater Bruce akzeptierte die Entscheidung seiner Tochter, war aber auch der Meinung, dass sie sich aufgrund ihrer selbst gewählten neuen Lebenssituation auch selbstständig finanzieren müsste. Also jobbte Brianna neben der Schule, unter anderem als Kellnerin in einem Lokal namens The Black Lantern. Dies war auch der Ort, wo man sie am Abend des 19. März 2004, nur wenige Stunden, bevor man ihren verlassenen Wagen bei der alten Farm entdeckte, zuletzt lebend gesehen hatte. Zwischen beiden Orten liegen nicht mal 2 Kilometer. Brianna beendete an diesem Abend ihre Schicht um 23.20 Uhr. Ihren Kollegen zufolge stieg sie allein in ihren Wagen und fuhr davon. Dies verdichtet die Annahme, dass Brianna bei der alten Farm auf jemanden getroffen sein musste, der sie gewaltsam aus ihrem Wagen gerissen hatte. Und noch ein anderes Detail tauchte auf, das ein Verbrechen an der Jugendlichen immer wahrscheinlicher machte. Am Nachmittag des 19. März, noch bevor Brianna ihre Schicht als Servicekraft antrat, war sie mit ihrer Mutter Kelly shoppen. Kelly wollte ihre Tochter belohnen, weil Brianna nach zeitweisen Schwierigkeiten in der Schule
doch noch ihren Abschluss gemacht hatte. Doch während die Mutter noch im Geschäft an der Kasse stand, um die Einkäufe zu bezahlen, ging Brianna schon voraus zum Parkplatz. Als die Mutter sie dort wenige Minuten später wieder traf, wirkte ihre Tochter urplötzlich sehr verändert. Sie schien sehr aufgewühlt und verstört, als hätte ihr jemand gedroht oder Angst eingejagt. Sie weigerte sich jedoch, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Was also war Briannas dunkles Geheimnis? Und wäre Schlimmeres verhindert worden, wenn sie sich ihrer Mutter offenbart hätte? In den Wochen nach Briannas Verschwinden erhielt die Polizei verschiedene anonyme Tipps und Hinweise, was mit der 17-Jährigen geschehen sein konnte. Die stärkste Spur war, dass Brianna in einem Crackhaus, etwa 10 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, von Junkies festgehalten wurde. Dies ergab insofern Sinn, als dass einige ihrer Freunde bei der Vernehmung angaben, Brianna hätte zuletzt mit Drogen experimentiert. Hatte sie sich vielleicht mit den falschen Leuten eingelassen? Das Haus wurde mittels einer Spezialeinheit komplett durchsucht und man nahm die beiden Bewohner, zwei schwerst Drogenabhängige, fest und verhörte sie. Doch von Brianna war weit und breit nichts zu sehen und auch die Aussagen der beiden Verdächtigen brachten keine neuen Erkenntnisse. Eine weitere Spur war die Verbindung zu einem Mädchen namens Keely LaCrosse. Nur wenige Wochen zuvor hatte Keely Brianna, mit der sie früher noch befreundet gewesen war, bei einer Party ins Gesicht geschlagen und ihr die Nase gebrochen. Ihrer Aussage zufolge war sie eifersüchtig gewesen, da Brianna mit einem bestimmten Jungen auf der Party flirtete. Die Polizei verhörte auch Keely, schloss sie jedoch schnell aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Kurz nach Briannas Verschwinden erhielten ihre Eltern zudem einige seltsame und zugleich grausame Anrufe von einer unbekannten Person. Diese behauptete mal, Brianna sei im Wald an einen Baum gefesselt, dann wiederum, ihre Tochter sei auf dem Grund eines Sees begraben. Der Anrufer konnte jedoch nie identifiziert werden. Und auch sonst ergaben die eingehenden Spuren und Tipps nicht mehr viel. 2006 bekam der Fall erneute Aufmerksamkeit, als der Gast eines Casinos in New Jersey behauptete, er hätte dort am Pokertisch eine Frau gesehen, die Brianna zum Verwechseln ähnlich sah. Die Videoaufnahmen aus dem Casino fluteten die Nachrichtensender, doch niemand konnte die Frau ausfindig machen. Heute, mittlerweile gut 14 Jahre nach ihrem Verschwinden, scheint es, als würde auch der Fall Brianna Maitland für immer ein sogenannter Cold Case bleiben. Und doch gibt es Grund zur Hoffnung. 2016 hatte die Polizei DNA-Spuren aus dem verlassenen Wagen sichern können, die im Frühjahr 2022 mittels besserer Technologie nochmals sequenziert wurden. Mit dem Resultat, dass man nun ein richtiges DNA-Profil rekonstruieren konnte. Allerdings ist noch offen, wem die DNA-Probe gehört und ob diese Person wirklich etwas mit Briannas Verschwinden zu tun hat. Es mag nur ein kleiner Strohhalm sein, an den sich Ermittler, Zeugen, Freunde und zuallererst Briannas Eltern klammern, in der Hoffnung, sie könnten eines Tages doch noch die Wahrheit darüber erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Denn das Quälende ist nicht nur der Schmerz über die Abwesenheit Briannas, sondern auch die Frage, was sich schlussendlich zugetragen hat. Das Finden einer Antwort darauf ist, wie Bruce Maitland es selbst formuliert hat, eine Lebensaufgabe, die ihn erst wieder loslassen wird, sobald er Gewissheit hat.